Hallo meine lieben Weltraumreisende draußen und herzlich willkommen hier auf dem Mondklo. Ich hab's beim letzten Mal nicht gesehen. Ich kann spülen. Yay! Jetzt habe ich alles gemacht, was man tun können möchte. So, Moment, ich kann das hier nochmal scannen. Ist eine neue Aufnahmesession. Deswegen muss ich das jetzt hier alles gerade eben mal ganz, ganz kurz machen. Ich habe noch nicht alles gemacht gehabt, aber eine Sache habe ich jetzt hier gerade eben durch das nochmal Abarbeiten von den Sachen, um da hinzukommen, denn das Ding speichert immer wieder mal so episodenhaft, also nicht bei nach jedem Move, sondern ne, halt das Reinkommen hier in diesen Gang hat, wurde halt gespeichert. Dadurch habe ich nochmal was entdeckt, was ich in der letzten Folge übersehen hatte, nämlich hier dieses Buch, glaube ich, habe ich übersehen. From Moontusk to MPT, Guidelines for Tombow Operators. Also Richtlinien für den Tombow-Betreiber, geschrieben von Dr. A. Guariguata. Entschuldigung, ich bin offensichtlich nicht fähig, diesen Namen korrekt auszusprechen. Auf der Rückseite steht, dieser ausführliche Leitfaden, der speziell für neue Köpfe geschrieben wurde, die sich der Mondkolonie anschließen, bietet eine schrittweise Einführung in die Antwort auf die große Energiekrise. Als der einzige offizielle Leitfaden in den MPT enthält vom Mondstaub zum MPT alles, was Sie über den Abbau und die Produktion von Helium-3 wissen müssen. Wie der Reaktor es in Energie umwandelt und wie der MPT diese Energie an die Erde überträgt. Ja, wie gesagt, geschrieben von Dr. A. Guariguata. So, also es gibt hier tatsächlich so einen kleinen Leitfaden, wie man das Ding im Grunde betreibt, was ja auch Sinn macht. Ich meine, theoretisch gesehen, wir wissen ja auch schon, wie es geht. In der Theorie. In der Praxis stellt sich das meistens immer so als ein bisschen schwieriger dar. Apropos Praxis. Ich denke, die Praxis führt uns jetzt da rein. Wir übernehmen mal wieder die Kontrolle über unseren kleinen Freund hier und gucken mal, wie wir da jetzt hier zu Rande kommen. Da geht's nicht weiter. Okay, ich muss also darüber. Und damit sind wir jetzt hier wirklich voll in den Lüftungsschächten drin. Da geht's raus. Ich kann mich aber natürlich noch um. Boah, diese Detailverliebtheit ist halt extrem geil, ne? Das sieht halt einfach so unglaublich realistisch aus. Bin absolut begeistert und beeindruckt. Hey, ein Trainingsraum. Na gut, braucht man auch auf dem Mond, ne? Wenn du halt im All bist, wo halt weniger Schwerkraft am Start ist, musst du unglaublich viel Sport machen, damit deine Knochen- und Muskelsubstanz nicht abgebaut wird. Oder zumindest weniger. So, da haben wir es geschafft. Hat der uns hier Zugriff verschafft, der Kleine. Dankeschön. Oh, was ist denn das? Das hier scheint ein Sarah Bakers iPad zu sein oder sowas in der Art. Ja, gehört Sarah Baker. Die war hier, sie hat hier offenbar trainiert. Na gut, ist eine Weile her. Ey, wie geil, ey, eine Kletteranlage. Hat eben mal anschauen hier, ne? Der geht anscheinend noch. Wow, wow, wow. Der geht noch. Aber ich bin schneller als er. Komm, lass uns mal ein bisschen Sport machen. Wir sind die meiste Zeit ohnehin nur Bahn oder Auto gefahren, ne? Kann man sich jetzt auch mal hier so ein bisschen sportliche Betätigung gönnen. So, muss reichen. Gut. Und jetzt, oh Gott, wie ging nochmal der Code? Irgendwas mit, genau, 8662. 8662. Sehr gut. Reaktorkapazität bei 3%. Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen irgendetwas übersehen haben. Wir haben das ganze System überprüft. Wenn wir keinen Weg reinfinden, ist die Erde verloren. Sarah, sie ist schon ein Ödland. Das weiß ich ja. Wir haben es versaut. Über Jahrhunderte. Aber der MPT erkauft uns die Zeit, mit der wir es wieder richten können. Das würde ich gern glauben. Wir alle glauben daran, Isaac. Deshalb gibt es die WSA. Oder was auch immer davon übrig ist.
Was sagen wir den Menschen auf der Erde? Es sollte nicht so laufen. MacArthur hatte befohlen, das Helium in die Bahn zu laden und zu evakuieren. Er sagte, der Reaktor sei instabil. Und die Leute hörten auf ihn? Sie hörten auf ihre Befehle. Nicht alle vertrauten ihm. Es gab Widerstand. Die Lage eskalierte. Es gab Kämpfe. Sogar ein Zug verunglückte. Was war mit den ASEs? MacArthur setzte sie als Waffen ein. Er hat ihre Sicherungen überladen. Aber warum richtete er sie gegen unsere eigenen Leute? William MacArthur ist Pragmatiker. Vergiss das nie. Wenn er denkt, es geht um ein höheres Ziel, zuckt er nicht mit der Wimper. Das sagen wir ihnen also dann auf der Erde. Unsere Kollegen gaben ihr Leben für ein höheres Ziel. Was immer das ist. Mhm. Ein höheres Ziel. Ein höheres Ziel ist also quasi, alle zu opfern. Dafür, dass ein paar überleben können, obwohl es ursprünglich der Plan war, alle zu retten. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass diese WSA oder WSA ein zweigesichtiges Monster ist. Okay, ich bin irgendwie, glaube ich, gerade eben am falschen Gerät dran. Ich muss von der anderen Seite da wieder rein. Also nochmal ein Leichensack, den habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Boah, ey, so viele Tote. Also die haben sich wirklich gegenseitig bekämpft. Aber der Typ hat halt einfach mal... Wow, 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 wow. Au! Fuck, 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 fuck. Lass mich in Ruhe. Ah! I! Oh! Okay, er verfolgt mich scheinbar nicht. Also, die haben sich wirklich gegenseitig hier oben umgebracht. Halten wir das mal fest. Meine Güte. Das waren keine versehentlichen Katastrophen. Hier oben fand eine Rebellion oder, wenn ihr so wollt, ein Bürgerkrieg statt. Meine Fresse. Und wie ich schon sagte, der MacArthur ist nicht der Typ, der diese Lobesrede verdient hat. Bestimmt nicht. Der Typ nicht. Ein Pragmatiker, so nennt man das jetzt also, wenn man Massenmord begeht. Oder ist das eher vielleicht unterlassene Hilfeleistung en masse? Seine eigene Mission verraten? Weswegen man überhaupt hier ist? Ich würde das als Hochverrat bezeichnen. Sich dann als Visionär ausgeben. Am Arsch. Ich denke... Ja, damit haben wir es. Wir können das Ding jetzt hier öffnen. Let's go! Ach, geschafft, sehr gut. Und drin sind wir. Uiuiui. Unser kleiner Gizmo auch noch mit dabei. Er ist mit am Start, okay. So, wir sind jetzt hoffentlich im Kontrollzentrum. Wartung rettet Leben mal wieder. Naja. Hättet ihr mal nur diese Anlage gewartet, statt euch gegenseitig umzubringen, dann hättet ihr nicht euer eigenes Leben, sondern auch das Leben der Menschen auf der Erde deutlich besser retten können. Ja, man darf ja nicht vergessen, ne? Diese gesamte Anlage ist ja offensichtlich auch mit Geldmitteln von der Erde gebaut. Ne? Und die sagen sich jetzt einfach, wir hauen uns in den Sack und verpissen uns und retten uns einfach mal selber und tun dann mal so, als ob das jetzt eine große Heldentat wäre, dass wir die Menschheit retten. Oh Gott, bin ich echt pissig auf diesen MacArthur. Aber auch auf den Isaac Johansson, ganz im Ernst, bin ich nicht besonders gut zu sprechen. Seine gesamte Aktion, seitdem er hier auf dem Mond war, zeugt auch nur von Fatalismus und Egoismus. Deswegen muss man normalerweise auch ganz, ganz gut Auswahl betreiben, welche Leute ins All dürfen und so. Ne? Brauchst du ein stabiles psychisches Profil. Oh, das geht sogar auf. Cool. Okidoki. Haben wir hier irgendwas? Nope.
Boah, was war denn hier los? Auch schon wieder alles total durcheinander. Das gucken wir uns gleich an, was hier los war, aber vorher... Ja, die beiden waren hier, die haben sich natürlich die Sache mit dem MPD-Netzwerk angeguckt. Es bleibt natürlich die große Frage, wenn ich das Ding jetzt anmache, fliegt mir jetzt hier alles um die Ohren oder ist alles cool dann? Weil die haben das ja extra runtergefahren und sie haben es ja anscheinend irgendwie geschafft runterzufahren. Mal schauen. Reaktorkapazität bei 1%. Wir müssen da jetzt rein! Ich habe alles versucht, alles was mir eingefallen ist. Denk nach, er überlebt gleich! Moment. Sagtest du nicht, MacArthur hat die Sicherungen überladen? Warum fängst du jetzt von MacArthur an? Alex, isoliere Verschlüsselungssequenz 17B auf dem Raster. Reaktorkapazität bei 0,5%. Ich hab's! Wir sind drin! Was jetzt? Es gibt einen Notausschalter! Reaktor fährt runter. Hat geklappt! Der Reaktor stabilisiert sich! Wir sind noch nicht fertig. Der Reaktor konnte die Energie nirgends hinschicken. MPT-Überladung. Sofort Druck ablassen. Der Speicher fliegt uns gleich um die Ohren. Die Energie muss raus. Wie? Eine temporäre Übertragung könnte... Ah! Okay. Endlich Ruhe. Endlich. Der Reaktor. Ist der sicher? Ja. Aber die Wucht hat die Ausrichtung der MPT-Antenne verändert. Kriegen wir das wieder hin? Die Steuerung ist oben im Turm. Schauen wir erstmal nach, ob noch Helium da ist. Okay, da war anscheinend irgendwie so eine Art Explosion oder Verpuffung oder whatever. Und die hat irgendwie die Ausrichtung der Antenne verbogen, wenn ich das mal so lapidar sagen darf. Und ich befürchte, wir müssen das jetzt wieder hinkriegen. Okay, das so geht das nicht. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie einen Weg da reinfinden. Hier kann ich nichts machen. Was inspizieren? Was war mit inspizieren? Aha! Das alte Papier zeigt Skizzen und detaillierte Informationen über die MPT-Schüssel, die MPT-Batterie und den Fusionsreaktor. Auf der Rückseite steht: Lach, als wäre das ein Witz. Sie beobachten uns über die ASE. Siehst du die Zahlen? MacArthur sagt, der Reaktor wäre ausgefallen, aber alle Daten sehen gut aus. Fehler oder hat er gelogen? Er hat gelogen. Die Menschen müssen es erfahren. Benutze die Sprechanlage und lachen. Mhm. MacArthur wird uns töten? So weit wird er nicht gehen. Und wir haben keine Wahl. Du hast sie gehört. Wir können den MPT nicht verlassen. Können die Erde nicht im Stich lassen. Wir müssen etwas tun. Nimm das Mikrofon. Okay, die haben anscheinend... Versucht die Leute... Ah, das... Hat da jemand mit sich selbst geredet, der so ein bisschen durchgedreht ist, oder? Ein bisschen das Gefühl... Aber was mache ich jetzt damit? Also dieser MacArthur scheint... Ich weiß nicht, ob er durchgedreht ist. Oder ob er... Doch der Pragmatiker ist. Was von ihm im Grunde die ganze Zeit behauptet wird. Ich meine, okay, das eine oder das andere... Das eine schließt das andere ja nicht aus, ne? Darf man nicht vergessen. Also der kann auch durchgedreht sein. Und gleichzeitig halt dabei sehr, sehr pragmatisch durchgedreht sein. Jetzt habe ich ein Problem. Komme da nirgendwo hin. Oder gibt's. Doch, warte mal, da oben. Nee. Es muss doch irgendwo einen Zugang geben. Irgendwo muss ich doch hin können, durch können, wie auch immer. Ich habe gerade eben keinen. Hinweis, überprüfe den MPT im Kontrollzentrum. Okay, ich bin doch im Kontrollzentrum, aber ich kann hier nichts bedienen. Ah, doch! Ich habe hier eine kleine Position, wo ich was machen konnte. Hallo? Eine winzige... Da! Boah, es ist ein kleiner Bereich. Hoho. Okay, MPT-Netzwerk offline.
kein Signal vom Tombow-Reaktor erhalten. Die Diagnose läuft. Ja, Speicher ist nahe der Überladung. NPC-Ziel nicht gefunden. Ausrichtung in der NPT-Steuerung anpassen. Reaktor inaktiv, Helium 3 erforderlich. Zusätzliches Helium 3 aus dem Lager beschaffen. Okay, ich muss das Helium 3 beschaffen, dann muss ich das Ding ausrichten und das Ding dann irgendwie entladen. Immerhin darf ich jetzt hier durch. Da ist nochmal ein Leichensack. Eine Frau. Wisst ihr, was das Gemeine ist, ne? Leichen verwesen halt nicht in einer komplett sauerstofffreien Umgebung. Wobei, hier dürfte es ja Sauerstoff geben. Sonst müssten wir ja quasi jetzt hier wieder nur mit einem 3-Minuten-Timer unterwegs sein. Boah, stell dir mal vor, wir müssen das permanent machen und uns permanent aufladen. Das wäre saunervig. Jetzt sind wir hier. In der 4. Und die 4 ist ja, Reaktorgalerie. Wir kommen jetzt hier zum F&E, nehme ich mal an. Also Forschung und Entwicklung. Frisch gewischt. Sehr schön. Ja, immerhin wird noch gewischt. Gehst auf den Mond und legst dich erstmal hin und brichst den Oberschenkel, Halsknochen. Ne? Das wäre natürlich schön. Vor allem, du fliegst in so halbe Zeitlupe hin. So, nein. Bruch. Ja, da geht's mal wieder mit mir durch. Das hier ist, so wie es aussieht, ein... Ja, ach du heiliges Mondwasser. Hier ist überall Wasser. Warum? Wurde irgendwas geflutet? Das ist Outward. Okay, erfahren wir jetzt, was Outward ist? Phase 1 Evakuierung. Östliche und westliche Einheiten decken die Ost- und Westseite des der Tombow-Anlage ab. Phase 1 in 6 Schritten unterteilt. Erster Schritt. Eine Fehlfunktion ist im Reaktor aufgetreten. Sammeln Sie Tombow-Mitarbeiter in Ihrer Nähe. Widerstand kann mit Gewalt begegnet werden, wenn absolut notwendig. Aha, wenn absolut notwendig. Aha, okay. Er hat also das jetzt ja schon mal, also MacArthur hat das jetzt hier schon mal als Rechtfertigung genommen, Gewalt anzuwenden. Ich sehe schon. Mhm. Er spult also quasi nach eigenem Gutdünken, nach eigener Ideologie hier das Standardprotokoll ab. Westliche Einheiten versammelten Mitarbeiter beim Helium-3-Lager, um alle verbleibenden Kanister in die vorgesehenen Einschienenbahnen zu laden. Wenn bereit, warten sie auf die östliche Einheit. Deswegen gab es diese beiden Teams, Team 1 und 2. Östliche Einheit führt Mitarbeiter zu den Crew-Quartieren und lässt sie, diese räumen. Persönliche Gegenstände auf ein Minimum beschränken. Nur notwendige Vorräte sind auf den Archen erlaubt. Wenn bereit, Bewegung zur westlichen Einheit. Vierter Schritt. Verladen Sie die Mitarbeiter in die Einschienenbahn. Verladen. Ja, die man K.O. geschlagen hat, ne? Östliche Einheit begleitet diese zur Copernicus-Mondzentrale. Fünftens. Westliche Einheit teilt sich in Evakuierungscrews 1 und 2 auf. Crew 1 und 2 eskortieren Helium 3 zur Copernicus-Mondzentrale und evakuieren den Copernicus-Außenposten und das Reinhold-Stationspersonal. Sechste Phase. Phase 2 beginnt ungefähr 3 Stunden nachdem die Phase 2 beginnt ungefähr 3 Stunden nachdem die Tombow-Mitarbeiter in der Copernicus-Mondzentrale angekommen sind. Auf MacArthurs Befehl. Westliche Einheit, östliche Einheit, Rückseite Outward. Ah, hier sehen wir also quasi, wie das aufgeteilt ist in diese zwei Teams. Aber nach wie vor frage ich mich, warum MacArthur auf diese blöde Idee gekommen ist. Auf diese blöde, menschenverachtende, egoistische Idee, einfach mal die Erde komplett zurückzulassen und seinen eigenen Arsch zu retten. Vielleicht erfahren wir hier mehr. Was für eine Wasserverschwendung. Dafür würde man auf der Erde morden. Das ist Kühlwasser. Für den Reaktor. Die Rohre müssen geborsten sein. Denkst du, MacArthur hat Helium da gelassen? So unvorsichtig wäre er nicht. Aber schauen wir nach, um sicher zu gehen. Geh schon vor, ich komme gleich nach. Moment, wo willst du hin? Ich schaue mir die Schäden weiter vorn an. Sieh du nach dem Kühlsystem. Bin gleich wieder da.
Da geht's ja noch hoch. Da war ich noch gar nicht. Was ist denn das hier? Ist einfach nur ein Hologramm, so wie es aussieht. Okay. Irgendwelche Bauteile von diesen ASE-Einheiten. Combo. Pernicus. Huygens. Was sind das einfach nur irgendwelche ASE-Einheit 2187? Aufgenommen am Juli 2054. Aber ich kann es nicht abspielen. Oh. Weil das Überleben der Menschheit auf dem Spielstand überließen MacArthur nichts dem Zufall. Nachdem er die ASE-Einheit eine Hintertür eingebaut hatte, überwachte er die WSA-Kolonisten von seinem Beobachtungszentrum aus. Als es in Tombo zu Unruhen kam, benutzte MacArthur diese Hintertür, um die Sicherung zu überladen und die ASE-Einheiten gegen ihre ahnungslosen Besitzer zu richten. Wie hinterhältig, ja, Big Brother, aber sowas von... Boah. Warum hat man nochmal einen Geheimdiensttypen hier zu Chef von sowas erklärt? MacArthur, ich habe über diese erste Phase des Plans nachgedacht. Wir müssen es uns nochmal überlegen. Die Kolonisten haben alles aufgegeben, um ihr Leben dem weiteren Betrieb des MPT zu widmen. Wir sollten sie selbst entscheiden lassen, damit sie von alleine kommen. Sie verdienen etwas Besseres, als über den Zustand des Reaktors angelogen zu werden, meinte Isaac Johansson im Lunarrat. Sitzend. So, Isaac, das ist ein entscheidender Augenblick in der Geschichte. Der Exodus ist die zweite Chance der Menschheit. Was? Der Exodus, also das Aussterben ist unsere zweite Chance. Aha. Die einzige, die wir bekommen werden, aber die neue Kolonie kann nicht überleben, wenn wir zersplittert sind. Wir brauchen starke Arme, kluge Köpfe und ungeteiltes Engagement. Ja, das hast du garantiert, wenn du die Leute entführst, ne? Die werden total kooperativ sein, bestimmt. Wir können Outward nicht gefährden und es wird der Willkür der öffentlichen Meinung überlassen. Die Leute brauchen einen Grund, um das MPT zurückzulassen und wir werden ihnen einen geben. Es geht um das höhere Ziel. Ja, genau, das höhere Ziel, genau. Boah, ey, das ist immer noch so selbstgerecht, sich so selbst rechtfertigend. Einfach mal so die Fakten ignorieren, ne? So, es ist leicht vom Mond quasi auf die da unten runter zu gucken, die sind von uns abhängig, ja ohne uns könnten die ja eh nicht, oh es wird ein bisschen schwierig, ach das lassen wir sie zurück, das ist MacArthur, in der nutshell. Weck Casey auf, sobald wir mit Phase 1 begonnen haben und triff mich dann im Hangar der einen Schienenbahn, wenn sie bereit für die Reise ist, wir haben Kryokapseln für sie und alle anderen in den Archen. Sind diese Kryokapseln wirklich so vertrauenswürdig nach dieser Kryokapsel-Fehlfunktion, von der wir gehört haben? Ich weiß es nicht. Ich werde nicht so begeistert davon. Ich kümmere mich um den Rest der Evakuierungen. Der Zweck heiligt die Mittel, sagte er. Wir tun, was getan werden muss, um sie zu schützen, selbst wenn sie es nicht verstehen. William MacArthur. Der Zweck heiligt die Mittel. Ey, das sind immer so diese typischen Verbrecheraussagen, ne? Von Leuten, die Massenmord begehen. Der Zweck heiligt die Mittel. Unfassbar. Unfassbar und niederträchtig. Okay, mehr konnten wir aber hier nicht machen. Wo kommen wir jetzt hin? Das hier ist auf jeden Fall hinüber. Und hier komme ich gerade eben nicht durch. Oh, Halleluja. Okay, wir werden wohl da rein müssen. Irgendwie. Das machen wir beim nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Sei auch du kein MacArthur. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.